Hallo und moin, hier sind wir wieder, die Susanne und Jutta von Wohnalarm. Hallo. Heute machen wir ein Do-it-yourself-Video. Wir zeigen euch ganz coole Lampen, die man selber machen kann für wenig Geld. Genau, und dazu haben wir schon mal was vorbereitet. Ja. Wir haben hier, um den wunderschönen Tisch zu schützen, eine Folie aufgelegt. Das solltet ihr auch tun, weil wir arbeiten mit Kleister. Den haben wir hier schon mal angerührt. Ganz normaler Tapetenkleister. Wir haben jetzt in diesem Fall welche für Fließtapeten genommen. Ihr könnt auch den für die ganz normalen Tapeten nehmen. Das ist egal. Genau, dann brauchen wir Wolle. Wir verraten jetzt noch nicht, wir zeigen gleich, wie das geht. Dann brauchen wir natürlich eine Lampenfassung. Einen Luftballon. Jutta hat ihn schon aufgeblasen, sie wollte das nicht vor der Kamera machen. Nee, ich habe Angst, aber der Platz, da muss ich immer die Augen zu machen dabei. Und natürlich Handschuh, weil das wäre vielleicht richtig kleisterig. Genau, und was wir auch nicht vergessen sollten, wir müssen den Luftballon gleich anzeichnen. Irgendwie eine Schale, die kann man hinterher wieder spülen, aber die wird ein bisschen eingesaut gleich. Und wir befestigen diese Schale gleich mit dem Klebeband. Und wir brauchen noch einen Stift, einen Permanentmarker. Genau, und von der Fassung schrauben wir das Rädchen hier ab, weil das Loch hier oben muss ja genauso groß sein wie die Fassung, damit es auch hält. Das malen wir jetzt mal an. Von innen am besten. Schwupps. Okay. Und damit wir auch eine Glühbirne reinschrauben können, kommt jetzt hier unten die Schale hin. Okay. Dann kleben wir die an. Man kann das auch alleine machen, aber ich glaube, das ist viel aufwendiger. Zu zweit mit vier Händen geht alles leichter. So sieht's aus. Wieso viele sind? Von zwei alten Frauen, die Lebenserfahrung haben. Ich bin noch nicht alt, du bist alt. So. Das hat auch Startfestigkeit, hoffe ich. So, jetzt geht's frisch ans Werk. Genau. Handschuhe an. Handschuhe an. Frau Doktor. Operation. Genau. Einmal Skalpell bitte. Nein. Das sind, glaube ich, Kinderhandschuhe. Oh Gott. Der kommt aber auch beim Putzen gut in die Ecke. Das heißt also, dass bei ihr nicht so gut geputzt ist, weil ich die kleineren Hände habe. So sieht das aus. So, wir finden den Kleister auf dem Ballon. So, dann halte ich ihn mal fest. Ja, so, jetzt nimmt man den Faden vom Garn und fängt an, den hier drauf zu kleben. Das ist ein bisschen eine klebrige Sache. Und die Jutta muss auch immer ihre Hand wegnehmen. Genau. Und wie ihr vielleicht merkt, haben wir hier unten den Teller deswegen oder die Schale deswegen dran gemacht, damit man ja nicht in Versuchung kommt, da drüber zu kleben. Und hier oben haben wir es angezeichnet. Genau, weil sonst müsste man das ausschneiden und das sieht eigentlich nicht so schön aus. Mit dem Rollknüll, das war uns ein bisschen aufwendig und deswegen haben wir das jetzt erstmal aufgerollt, das ist leichter. Und jetzt Trick 17, dann ist direkt der Kleister auf der ganzen Wolle. Und ich hoffe, dass es jetzt einfacher geht. Ich auch. Ja, ich komme mal ein Stück zu mir, genau. Und Jutta, was meinst du? Sensationell. Viel einfacher. Also das solltet ihr auf jeden Fall machen. Vorher die Wolle zum kleinen Knäuel machen.
und einkleistern. Es kommt ja gleich noch das zweite Knopf. Ja. Weil so wäre es ein bisschen wenig. Auf jeden Fall. Man kann die Lampe sogar zweifarbig machen, indem man einfach zwei verschiedene Farben von Wolle kauft und umwickelt. Oder auch drei, oder vier, oder fünf. Na? Na? Ja, meine ganze Uhr ist verkleistert. Guck mal, was ich auch habe. Keine Uhr, kein Ring. Ich bin nämlich vorbereitet. Tja, das ist doof. Setz ihn mal eben ab. Nein. Jetzt ist er hart. Arbeit gewesen, wie ihr gesehen habt. Ja, das stimmt. Um jetzt hier unten nochmal den Rand schön zu machen, ziehen wir das hier hoch. Dann sieht der hinterher richtig gut aus. Und oben ist jetzt leider unsere schwarze Farbe von dem Stift durch den ganzen Kleister. Hat sich in Luft aufgelöst. Deswegen machen wir jetzt einfach mal diesen andersrum hier drauf und lassen den einfach mit trocknen. Das muss jetzt 24 Stunden trocknen. Leider. Leider. Wir würden gerne sehen, wie das Ergebnis aussieht. Ja. Aber wir zeigen euch dann morgen das Ergebnis. Die 24 Stunden sind um. Der Kleister ist getrocknet. Heute geht es darum, dass wir den Ballon entfernen, weil wir wollen ja einen Lampenschirm haben. Dazu brauchen wir einen stumpfen Gegenstand. Der Ballon klebt hier noch an den Fäden und den müssen wir ganz vorsichtig lösen. Hinterher eine Nadel, damit wir einmal reinpieksen können. Und dann können wir den unten rausziehen. Ich bin heute alleine, weil die liebe Jutta ist auf einer Messe in Hamburg. Sie ist auf der Suche nach neuen Deko-Ideen, die wir euch vorstellen können. Das machen wir dann im Laufe des Jahres. Legen wir erstmal hier los. Mit der stumpfen Seite lösen wir ganz vorsichtig den Luftballon von den Fäden. Das ist ein bisschen mühselig, aber wir wollen ja nicht, dass hinterher noch Reste vom Luftballon an den Fäden kleben. Schneller als gedacht. Wahrscheinlich ist der Pinsel doch nicht ganz so stumpf, wie ich dachte. Auf jeden Fall ist er jetzt schon geplatzt. Ja, das hat mir Arbeit erspart, weil man sieht, es ist nichts kleben geblieben. Jetzt geht es darum, hier unten die Schüssel zu entfernen, damit wir das Loch haben, wo wir später die Glühbirne reinschrauben können.
Auch das muss vorsichtig sein, damit hier unten auch nichts kaputt geht. Ne? Gar nicht so einfach, aber es scheint zu funktionieren. So, zwei Fäden haben sich gelöst, die werde ich einfach gleich abschneiden. Ich bin jetzt echt gespannt, wie dieser Lampenschirm hier an der Fassung aussieht. Dazu stülpen wir den natürlich drüber. Der passt haargenau, weil wir haben ja von dieser Fassung das Rädchen benutzt. So. Und schwuppsiwupps, herangeschraubt. Das hat schon mal geklappt. Da ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob das feuerfest ist, habe ich mich für eine LED-Glühbirne entschieden. Die wird ja nicht so heiß. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Jutta ist nicht da, die kann mir nicht das Licht anmachen. Muss ich wohl selbst machen. Mega, oder? So wenig Aufwand, so wenig Material und so ein toller Effekt. Also ich werde mir auf jeden Fall nochmal einen viel größeren Ballon kaufen, weil ich kann mir vorstellen, wenn so eine ganz große Kugel hier hängt, das sieht noch besser aus. Ja, und dann mache ich mich ans Werk und mache mir direkt die nächste. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch mehr von unseren Do-It-Yourself-Kreationen sehen wollt, einfach den Kanal abonnieren. Wir sehen uns, bis bald!